Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Ultra Boost customizen bzw. erstmal die Midsole schwarz anmalen könnt. Dafür braucht ihr erstmal Ultra Boost. Ob die jetzt neu oder gebraucht sind, ist für den Anfang irrelevant. Hier habe ich ein paar, das auf jeden Fall gebraucht ist, wenn nicht schon sogar halbwegs gefickt ist. Die gehören meinem Kumpel. Egal, gucken wir weiter. Als nächstes braucht ihr irgendwas, um die zu reinigen. Hier habe ich Rejuvenator. Kann auch Jason Mark sein oder Crab Cure. Irgendwas, um die Schuhe halt sauber zu bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach in die Waschmaschine schmeißen. Sollte schon nichts passieren. Auf jeden Fall müssen die sauber sein. Dann haben wir hier von Angelus, habe ich jetzt bestellt. Deutschland kann man das bestellen. Heißt, glaube ich, die Seite lederfarbenkaufen.de. Anfang braucht ihr hier den Leather Preparer and Deglazer. Das ist kein Muss, aber wenn man will, dass es safe ist, dass es die Farbe hält, sollte man das holen. Ja. Das destilliert das alles und bereitet den Schuh sozusagen dafür vor. Dann haben wir hier nochmal von Angelus den Leather Dye, eine Farbe Jet Black, Acrylfarbe in Flat Black. Ich habe Flat Black gewählt, da der Unterschied zu normalen Black der ist, dass Flat Black matt ist und Normal Black so sexy bzw. schwul leuchtet. So, jetzt sind die Schuhe geputzt und jetzt packen wir das Zeug hier drauf. Stellt jetzt fest, dass die Ultra Boost trocken sind, halt dass da keine Rückstände mehr vom die Glaser drauf sind. Jetzt nehmen wir das Jet Black Leather Dye und das benutzen wir halt dafür, weil sonst wenn wir einfach nur die Acrylfarbe drauf packen und wir das die Ultra Boost tragen, dann wird die Farbe cracken. Hier ist das schon von der Fabrik aus her drauf, ja. Da passiert halt nichts. Die werden auf jeden Fall nicht cracken. Denen ist das anders, da Boost eigentlich nicht dafür gedacht ist, bemalt zu werden. Deswegen packen wir als erstes das drauf. Also zu sagen, wenn dann die obere Schicht cracken sollte, sieht man darunter nicht das weiße Boost Material, sondern das schwarz gefärbte Boost Material. Stellt sicher, dass ihr das hier reinstellt, nicht einfach locker, sonst fällt das, kippt das um. So, ich habe jetzt hier die beiden Schichten vom Jet Black Leather Dye draufgepackt. Und ja, bisschen übergemalt, so wie es sich gehört. Jetzt packe ich die nächsten zwei Schichten Acrylfarbe drauf. So, die zweite Schicht der Farbe ist jetzt auch drauf. Kann man hier schön sehen. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich hier das Ultra Boost Writing nochmal schwarz gemacht habe, da das eh schon abgekratzt war. Sonst habe ich alles so gelassen.